So, herzlich willkommen zu einem extra Video, der dem Monat März und auch weiteren Monaten in diesem Jahr 2018 gewidmet ist. Ich erkläre mal ein paar Sachen, wie jetzt die nächsten Monate bzw. nächste Zeit abläuft auf meinem Kanal. Für manche wird es erfreulich sein, bzw. ist es allgemein vielleicht erfreulich, weil ich jetzt wieder mehr machen werde. Und ja, ich erkläre jetzt, wie es abläuft. Also, derweil mache ich ja noch einen Führerschein und die Hälfte von der Theorie habe ich schon bereits fertig und bestanden. Es kommt dann noch die zweite Hälfte im März, die ich bestehen muss. Und ich versuche sie zu bestehen. Und ja, wenn ich das hinter mir habe, dann kommt das Praktische und das hoffe ich auch, dass ich bestehe. Ich hoffe halt, dass bis spätestens meinen Geburtstag, sprich im Juni 2018, ich den Führerschein ho hoffentlich haben werde. Und danach habe ich wieder mehr Zeit für andere Sachen. Nämlich fürs Kreative, nämlich für Mappen und Modden und so weiter auch. Und wahrscheinlich werden dann auch meine Bücher fertig geschrieben sein, dann ist es auch erledigt. Und ja, auf jeden Fall. Was ich mir alles überlegt habe, habe ich auf meiner Liste, die ich gerade vor mir liegen habe. Und zwar ab 300 Abonnenten, also wenn ich 300 Abonnenten schaffe, egal wann, wird es wieder ein Gewinnspiel geben oder nennt es auch Giveaway, sagt man auch dazu. Und das bedeutet, es wird genau dasselbe wieder sein wie bei den 100 und bei den 200 Abonnenten. Ich mache einen Lotto-Tippschein und ab einem bestimmten, na, wie soll man sagen, ab einem bestimmten Gewinnrang habt ihr die Chance zu gewinnen, also was zu bekommen. Das werde ich noch genauer schreiben in der Beschreibung. Wahrscheinlich wieder ab einem Vierer und natürlich nur ein Gewinner. Und das werde ich Näheres werde ich dann dazu schreiben. Ich mache das dann ab jedem 100 Abonnentenschritten, also ab 300, ab 400 und so weiter, bis 1000. Bei 1000 gibt es dann noch bessere Gewinnspiele. Dann haben auch vielleicht sogar zwei Abonnenten eine Chance, bei einem Gewinnspiel zu gewinnen. Ja, dann weiter, dass wir einmal schon bei den 1000 Abonnenten sind. Wenn ihr mir helft, die zu erreichen, umso schneller es geht, umso besser habe ich natürlich wieder die Chance, mehr aus meinem Kanal zu machen, weil ja dann auch die Spendenfunktion freigeschaltet ist. Da habe ich mir überlegt, dass ich da wieder mehr Casino-Videos mache. Nicht nur Casino-Streams, also nicht nur einen im Monat, sondern vielleicht sogar zwei oder drei. Und auch wieder normale Casino-Let's Play-Videos. Aber dafür bräuchte ich eure Unterstützung. Nämlich, wenn ihr dann spenden würdet, würde ich natürlich auch bereit sein, die Hälfte davon in solchen Videos zu investieren und ja, schöne Videos zu machen. Und ja, dann, was gibt es noch zum Sagen? Ja, schaut, dass ich einfach die 1K Abonnenten so schnell wie möglich habe. Erzählt es euren Freunden, Verwandten und so weiter. Meinst so ein Abo-Button drücken, ist tut da nicht weh. Ich meine, es kostet ja nichts und so. Es kostet vielleicht eine Sekunde einer Lebenszeit von jemandem. Also, es ist wirklich jetzt nicht, was wirklich kompliziert wäre. Ich brauche halt einfach die 1000 Abonnenten, damit so wieder die Funktionen freigeschaltet werden und die Spendenaktion. Und deswegen brauche ich das. Das soll kein Abonnentenbettlerei sein. Es soll auch nicht eine Schnorrerei sein von Abonnenten, sondern ich brauche einfach die 1K und damit wäre ich schon zufrieden, ehrlich gesagt. Eben aus diesen Gründen. Ja. Was gibt's noch zum Sagen? Ja, wenn ich die 1K Abonnenten habe, bin ich dann natürlich auch wieder motivierter, auch andere Videos zu machen. Nicht nur Casino-Videos, sondern auch. Ich werde auch wieder dann
ja, wenn es mit Führerschein-Geschichte vorbei ist, wie gesagt, mehr modden und mappen. Aber was ich auf jeden Fall im März machen gleich werde, ist anfangen mit der dritten Version von Jailbreak und Putin. Also eine CSGO-Jailbreak-Map. Ja. Dann werde ich noch, ja, vielleicht noch eine nächste Jail-Map rausbringen bei CSGO. Da habe ich auch schon so eine Vorstellung davon. Dann halt, ja, was noch? Ich werde auch zur Civilization 6 werde ich wieder auch was modden. So ein Gebäudemod von Gregors Civilization 6 Mods habe ich schon angefangen zu erweitern auf 50 Gebäude. Da werde ich dranbleiben. Ja. Und was noch? Ja, es kommen sicher noch andere Sachen auch noch. Zu CSGO und Civilization 6 und City Skylines. Dann auf jeden Fall habe ich noch überlegt, für Hearts of Iron 4 auch einen Mod zu machen. Da habe ich auch schon Vorstellungen. Und dann habe ich mir auch überlegt, ein Pokémon RPG zu machen. Also ein Fan-RPG. Mit Hilfe vom RPG Maker. Und ja, das habe ich auch vor. Weil das immer schon mein Traum war, so ein eigenes Pokémon-RPG quasi zu kreieren. So schon seit einem Jahrzehnt quasi, nicht eine seit einem Jahrzehnt, ich glaube schon seit fast 2 Jahrzehnten eigentlich. Also von daher, den Traum will ich mir auch erfüllen. Ja, und sonst, ja, versuche ich mein Leben mehr auf die Reihe zu bringen, im echten Leben, in real life. Geld zu bekommen und so weiter. Und ja, das war's eigentlich von meiner Seite, von den Plänen her. Und ja, was ich noch sagen wollte, am 6. März übrigens, also übermorgen quasi, kommt der nächste Monatsstream. Der Casino-Monatsstream könnt wieder Automatenspiele vorschlagen oder beim Roulette Zahlen raten oder so. Wie gesagt, 6. März, natürlich in diesem Jahr, Zeitraum 17 bis 20 Uhr um den Dreh, natürlich nach deutscher Zeit. Und ja, sonst, da setze ich wieder halt 25 € Passivkarte ein. Mal schauen, wie weit wir kommen. Wenn ich das Doppelte rausgeholt hätte, dann will ich sofort aufhören diesmal. Und wenn nichts mehr da ist, dann ist halt nichts mehr da. Genau. Ja, und wenn ihr wieder mehr Casino-Videos haben wollt, dann liegt das an euch. Schaut, dass ich so schnell die 1000 Abonnenten erreiche. Dann habe ich auch wieder mehr, ja, wie soll man sagen, mehr Motivation und mehr finanzielle Mittel, Casino-Videos zu machen. Mir ist egal, wie ihr die findet, die Abonnenten. Kann irgendwer sein, den ihr das erzählt oder so. Okay, naja, das war's von meiner Seite her. Und ja, ich hoffe, es war eine erfreuliche Nachricht. Ich denke mal schon. Zumindest was ich so erzählt habe. Und ja. Bleibt weiter dabei, bleibt mir weiterhin treu. Es wird sicher wieder Let's Plays geben, nächster Zeit. Und ja, das war's, liebe Leute. Tschüss.